Ja, herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, bei Sima TV. Es ist wieder Montag und wir haben natürlich wieder Beat the Pro powered by That's Football. Schön, dass ihr alle anwesend seid. So, ja, zur frühen Stunde heute mal, würde ich sagen. Manchmal ist das ja auch alles ein bisschen später. Es kam gerade die Frage von, wo ist er? Von Just C. Bei Twitch Video mitmachen kann. Dazu sage ich dir gleich noch was. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder anwesend seid. Heute die zweite Folge von Beat the Pro. Yannick Reiners gegen Nils Schlochti an dieser Stelle. Da werden wir auch noch mal kurz was zu erwähnen. Aber noch mal kurz als Revue zum letzten Montag. Da gab es die erste Folge. Da hatte Yannick Reiners knapp verloren mit 4:5 gegen Riyad Fahr. Ein absoluter Topspieler war das gewesen. Das war richtig, richtig gut. Diese Partie, und er hat da auch einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt. Das Hinspiel ging an Yannick mit 4:2 und das Rückspiel verlor er dann mit 3:0. Riyad Fahr, wie gesagt, Topspieler und hat sich auch für das Finalturnier vom VfL Wolfsburg über die Wolfs eSports Akademie da qualifiziert. Also da war richtig, richtig Pfeffer drin und wir hoffen natürlich, dass es so heute auch weitergeht. Wenn ihr natürlich auch gegen Yannick Reiners antreten wollt, dann habt ihr natürlich die Chance. Ihr müsst dafür einfach nur morgen dann wieder auf Setz Football bei Facebook vorbeischauen. Ab 14 Uhr wird es da die nächste Möglichkeit geben, sich dazu mindestens anzumelden. Und man braucht dann natürlich ein bisschen Glück, um ausgelost zu werden. Wer es jetzt nicht abwarten kann, darf natürlich gerne mal vorbeischauen da bei Setz Football und schauen, wie das jetzt am Sonntag der Fall war, wie das erledigt wurde und wie das ausgewählt wurde. Und ansonsten morgen einfach wieder ab 14 Uhr Setz Football, Facebook und dann könnt ihr euch da anmelden und mit ein bisschen Glück sind wir dann nächste Woche Montag hier um 21.30 Uhr am Start und ihr spielt gegen Yannick Reiners. der Gegner heute, Nils Schlochti, die Kommunikation über Facebook hat sehr, sehr gut geklappt, freut mich auf jeden Fall an dieser Stelle, ist 25 Jahre alt. Bevor ich dazu komme, gibt es noch die Wette, erklärt sich alles von selbst. Ist 25 Jahre alt, kommt aus Wolfenbüttel, Beruf Nutzfahrzeugmechaniker und spielt seit dem Jahr 2000 FIFA. Na, ich habe da mal so ein bisschen gefragt, Mensch, wie sieht's aus? Was machst du so und wie spielst du lange spielst du FIFA? Da hat er mir gesagt, eben ab seit 2000 schon. Und habe ich ihn auch gefragt, ja, warum hast du dich dann hier angemeldet? Ne, übersetzt Football für dieses Beat the Pro. Da sagte er mir, naja, er wolle mal wissen, wo er letztendlich steht und das kann man natürlich mit einem Spiel gegen einen Profi wie Yannick Reiners, es ist feststellen, ganz klar, muss man so sagen, denn Yannick Reiners ist ein Top 100 Spieler, hat, ich glaube, diese Woche Platz 43 erreicht und Platz 8 der Welt in diesem Monat. Das ist schon richtig, richtig gut, das muss man sagen, das werde ich nie erreichen und für Nils ist es eben auch eine tolle Erfahrung gegen Yannick zu spielen, das hat er mir auch geschrieben, macht einen sehr, sehr netten Eindruck und Grüße gehen natürlich nochmal raus an Nils Schlochti, vielleicht auch an den einen oder anderen User hier auf Twitch oder Facebook, Setz Football, die da den Nils vielleicht kennen und ihn so ein bisschen unterstützen. Könnt euch ja gerne mal im Chat melden hier bei Twitch, wenn ihr anwesend seid. Und ja, dann wird es auf jeden Fall interessant. Die Wetten sind geöffnet. Sorry für dieses Piepsen hier zwischendurch. Ist hier eine Creative Cloud und warum auch immer ist die online, sollte natürlich nicht so sein. Mein Nachbar ärgert mich hier so ein bisschen gerade. Gut, müssen wir jetzt durch. Die Wetten sind geöffnet. Ich schaue mal kurz, ob schon was eingegangen ist. Eine Wette ist eingegangen. Mal ein Gruß an meine Frau an dieser Stelle. Sie möchte mal bitte unseren Nachbarn schreiben, er soll hier nicht seine Bilder aus der Creative Cloud löschen, weil das nervt gewaltig gerade. Ich krieg's gerade nicht aus. Tut mir natürlich auch sehr leid gerade. Aber gut. So. Da müssen wir jetzt durch. ihr könnt natürlich. Mindestgebot natürlich für die Wette hier sind 250. Maximalgebot natürlich 250. Also
Y für Sieg Yannick und N für Sieg Nils Schlochti an dieser Stelle. Ja, und dann könnt ihr hier eure Wette platzieren. Eine Wette ist eingegangen. Noch ist ein bisschen Zeit. War 7 Minuten 28. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gegen Yannick zu spielen, dann einfach Setz Football die Seite aufrufen. Und dann können wir, könnt ihr, nicht wir, sondern könnt ihr, dieses euch ermöglichen. Mit ein bisschen Glück, das gehört dazu. Nils hätte auch nicht gedacht, dass er hier gezogen wird. Ist dann aber passiert. Und demzufolge darf er heute zeigen, was er kann. Wir hoffen natürlich, dass es so spannend wird wie letzte Woche Montag, als der Yannick gegen Riad Fahr angetreten ist. Dieses, also war wirklich ein spektakuläres Spiel. Das Hinspiel 4-2 und dann eben die 3-0 Niederlage von Yannick gegen Riad, die auch so unter dem Strich verdient war. Aber das pusht natürlich den Yannick. Und das möchte er heute natürlich vermeiden. Er sind im Jackpot 50 Euro. Ihr seht es auf dem Banner. Ne, da ist er. Wo ist er? Da ist er. ja. Und von daher will er den Jackpot natürlich verdoppeln. Sollte er heute, warum auch immer und wie auch immer, verlieren, dann gehen die 50 Euro an Nils Schlochti, der sich darüber natürlich auch ziemlich sicher freuen wird. Ja, genau, so ist es. Ich muss das mal hier ganz kurz klären, liebe Fußballfreunde, damit mir. Damit mir dieses Piepen hier nicht weiter auf den Kranz geht. Weil ich nutze die mit meinem Nachbarn zusammen und wenn er jetzt hier anfängt, Bilder zu löschen, dann haben wir ein Problem. Warum auch immer. Bin sofort wieder bei euch. Gut, egal. Dann muss das jetzt funktionieren. Macht das bestimmt, um mich zu ärgern hier. Werde ich auswerten. Stream von Yannick läuft, da werden wir jetzt auch gleich mal drauf gehen. Und mal schauen, was er uns hier anbietet. Vom Kader her natürlich. Ist hier noch in den Einstellungen, machen wir natürlich gleich. Und ihr dürft natürlich mal euren Tipp abgeben. Im Chat jetzt rein schriftlich gesehen einfach mal das Resultat reinschreiben, ohne Wette. Also die Wette läuft natürlich noch. Und ja, was denkt ihr? Was denkt ihr? Wie geht's aus? Also Yannick, Top 100 Spieler, wurde gefragt, hatte ich auch beantwortet, gegen Nils Schlochti. Und also, ja, wie geht's aus, die Partie? Also ihr könnt ja mal reinschreiben, einfach mal so das Resultat. Würde mich jetzt mal interessieren, wird auf jeden Fall spannend, das ist sicher. Yannick, seine Bilanz, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Dafür gehen wir mal in den Vollbet-Modus, damit ihr das schon mal seht. Also, er hat hier 1971 Spiele, kein Unentschieden und 190 Niederlagen. Das ist schon bockstark, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist richtig gut. Er steht also vor seiner 2000er-Marke, was die Siege angeht. Und wir hoffen natürlich für ihn, dass es heute weitergeht mit einem weiteren Sieg. Ein Unentschieden ist nicht möglich. Die Partie läuft, also es ist eine Partie, die läuft über 90 Minuten, gegebenenfalls dann eben in die Verlängerung oder Elfmeterschießen. Und das werden wir uns natürlich dann gleich anschauen. Und bis dahin hoffe ich auch, dass sich mein Nachbar da einbekommen hat und die Cloud eben nicht mehr weiter löscht. Wir klären das gerade telefonisch. Das ist natürlich nicht so schön gerade. Tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Aber ich kann es nicht abstellen von hier. So, Tipps sind keine eingegangen, zumindest nicht bei Twitch. Ich schaue mal hier bei Facebook rein, kurz das, was ich sehen kann. Jawohl, da sind einige anwesend. Vielen Dank, 14 Leute an dieser Stelle. 4-1 sagt Dennis Bo. Ja, nö, der ist so. Gut, nochmal kurz zur Info mit diesem Piepsen hier. Ich denke, ihr hört das auch im Stream. Kann ich leider nicht ändern, kann mich da auch nicht ausloggen. Amado Martinez sagt 3-1 für Yannick. Schauen. 1-2 von Jan Buchmann für Schlochti. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Ergebnis. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich, klar, wenn es letztendlich
so kommt, dann ist es so und dann ist es unter dem Strich natürlich auch nicht unverdient. Wir haben ein Spiel, wir haben nur dieses eine Spiel, 50 Euro im Jackpot, Verlängerung, Elfmeterschießen, alles inklusive, sofern nötig. Und dann werden wir mal schauen, wie das schlussendlich läuft. Ich versuche so lange noch mein Problem hier in den Griff zu kriegen. Tut mir sehr, sehr leid. Aber wie gesagt, wenn man mal jemand erreichen will, dann geht da keiner ans Telefon. Also das ist ja schon willkürlich gerade hier. Ich krieg's auch nicht weg, selbst wenn ich möchte. Und solange das jetzt noch ist, geht's ja. Aber wenn wir das natürlich dann im Spiel haben, welches in 5 Minuten beginnt, ist es eine Katastrophe für mich. Gut, klar. Ja, wir schauen nochmal auf Facebook, weil Twitch ist relativ ruhig. 2 zu 3 für Schlochti, sagt André Schwede Johannesson auf Twitch. Da sind einige für Schlochti. Nicht schlecht. Also natürlich den, ich sag mal in Klammern, Außenseiter wird das natürlich ordentlich pushen. Bin hier immer noch mit meinem Problemchen beschäftigt, liebe Freunde. Ich versuche es auf jeden Fall abzustellen und hoffe, dass das funktioniert. Wettenmäßig ist immer noch eine eingegangen. Ihr könnt noch 44 Sekunden wetten. Y für Yannick und das N für Nils Schlochti, dem 25-jährigen Herausforderer aus Wolfenbüttel. Ich bin auf jeden Fall bereit dafür, währenddessen wir jetzt mal auf Yannick sein Team nebenbei schauen. Da sehen wir schon, das ist natürlich ja die Creme de la Creme, will ich sagen. Vielleicht ist es die Creme de la Creme mit Ronaldo. R9 vorne. Wir haben Son, wir haben Vieira, wir haben Hullet. Also das ist schon richtig, richtig stark. De Gea glänzt da so ein bisschen in seinem Gold heraus. Aber ja, das ist, also wie gesagt, dafür hat Yannick sehr, sehr viel getan, um dieses Team zu spielen zu dürfen. Und Nils Schlochti wird heute alles versuchen, hier den Jackpot abzusahnen in Höhe von 50 Euro. Gelingt ihm das nicht, wird es, ja, werden es am nächsten Montag um 21:30 Uhr 100 Euro sein. Und dann habt ihr natürlich die Chance, die, die jetzt hier zuschauen, vielen Dank dafür nochmal an der Stelle, ja, den Yannick mit etwas Glück herauszufordern. Ihr müsst nur teilnehmen. Morgen 14 Uhr, Setz Football. Da seht ihr, was ihr tun müsst dafür. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zur dritten Folge von Beat the Pro hier auf Sima TV und Let's Football bei Facebook. Und natürlich wollen wir, dass der Jackpot wächst. Ganz klar. Wäre gelogen, wenn das nicht so wäre, um dass ihr natürlich dann hier den großen Jackpot absahnen könnt. Aber dafür müsst ihr eben ein bisschen was tun. Das werdet ihr mit Sicherheit auch. So, jetzt, liebe Freunde, sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. Der Yannick wartet auf den Nils, hat ihn eingeladen. Und ich hoffe, dass jetzt wirklich alles funktioniert. Und dann kann es wegen mir losgehen. Wir sind jetzt schon im Zeitfenster. Ja, 1 Minute haben wir noch. Da ist er. Ja, liebe Freunde, also, zweite Folge: Beat the Pro, Yannick, Jeffrey, Reinhardt gegen Nils Schlochti. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns der Nils für ein Team präsentieren wird. Wenn dann alle Einstellungen getätigt sind. Sicherlich ist der Nils ein bisschen aufgeregt, aber ich muss sagen, der Druck liegt sicherlich bei Yannick.
Da natürlich von ihm einige erwarten, dass er hier dafür sorgt, dass der Jackpot weiter wächst und wir wissen, wie FIFA sein kann. So, dann schauen wir mal rauf hier. Wir sehen Hazard, wir sehen Batshuayi, wir sehen Dembélé, wir sehen Maradona, Thiago, wenn ich es richtig sehe, ja. Alaba, Boateng. Ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und jetzt natürlich die üblichen Einstellungen, die getätigt werden. Das machen viele. Da werden nochmal die Angriffsraten geändert und, und. Und dann können wir hier gleich in die Partie gehen. Yannick von links nach rechts und Nils von rechts nach links. Jackpot 50 Euro. Beat the Pro Folge 2. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und Janik gleich mal mit dem Ball hier nach vorne auf Walker. Ronaldo durchgesteckt wieder auf Walker in den Rückraum zu Hullet und dann kommt Petit und Ter Stegen muss die erste Parade auspacken. Da wurde er gleich mal gefordert. Ronaldo rechte Seite. Janik gleich mit Druck hier von Anfang an. Abgefangen von Alaba. Da war Nils gut dazwischen. Hat jetzt ein bisschen Raum mal hier. Guter Ball linke Seite. Der kommt an bei Hazard. Der nochmal abdreht jetzt, nimmt Maradona mit. Batshuayi mit dem Fehlpass hat versucht, da Maradona nochmal in Szene zu setzen. Und Yannick wieder über Son mit R9. Boateng und der Schiri sagt: Freistoß. Okay. Zanetti. Son. Also Nils macht es erstmal gut in dieser Anfangsphase. Stemmt sich dagegen. R9, R9. Abschluss. Ter Stegen ist wieder da. Immer noch heißt die Pille in die Mitte und vorbei. Ronaldo zieht das Ding vorbei. CR7 ist da auch schon mal treffsicherer gewesen. Und es gibt Eckball für Jannik Reiners. Zanetti auf Ronaldo. Nochmal CR7. Flanke rüber auf den Fünfer. Und wieder ist Nils Schloch die dazwischen, der sich hier tapfer reinhängt. Dann kommt Hullet nochmal. R9. Thiago. Maradona. 13 Minuten. Also sein Herausforderer macht es auf jeden Fall gut. Stemmt sich damit allem gegen, was er hat. Und umso länger die Partie dauert, umso höher wird der Druck auf Janik. Jetzt mal hier Nils mit Maradona. Aber verliert den Ball, gibt ihn leichtfertig her. Ferdinand. Ramos. Seitenwechsel rüber, linke Seite. Zanetti. Son. Und Yannick muss gucken, dass er seinen Weg findet. Jetzt mal linke Seite. Son abgedreht, Ball in die Mitte zu. Hullet. Nimmt nochmal Vieira mit. Guter Ball auf CR7. Das ist die Möglichkeit für Yannick Reiners. Und Vieira mit dem Kopfball. 1 zu 0. Yannick Reiners hier. 18. Spielminute. Und ja, unter dem Strich schon verdient, natürlich klar. Aber es ist eben auch nur ein 1 zu 0. Das muss man auch ganz klar sagen. Und hier kann alles passieren. Jetzt Nils Schlochti mit Asensio, Ball rüber, Dembélé, rechte Seite, Flanke kommt in den Fünfer. Walker ist da und klärt den Ball. Aber das gibt Jannik Reiners natürlich Rückenwind jetzt, Führung, eigene Führung. Und damit spielt sich sicherlich besser. Ronaldo, R9, guter Trick hier, einfacher Trick, Ball in die Mitte, die Flanke. Aber abgefälscht und erneute Ecke für Jannik Reiners. Kurz gespielt, Zanetti wieder. CR7 nochmal. Ball in die Mitte. Und die Variante hatten wir schon. Hat vorhin schon nicht geklappt. Nils Schloch, die da sehr aufmerksam. Der das hier wirklich gut macht, ganz klar. Haut hier alles rein. Und muss auch nur ein 1 zu 0 aufholen. Alaba. Walker dazwischen. Maradona. Alaba, jetzt Nils mit der Flanke hier in den 16er abgefangen von Yannick, der da beim eigenen 16er das Passspiel ausprobiert. Wenn es klappt, ist alles gut. Walker. Guter Ball in die Offensive. Hullet. Immer noch Hullet. Der hat natürlich Dampf unterm Kessel, ganz klar. Hullet. Gut gestoppt nochmal. R9.
Nimm Petit mit und dann kommt Sonder, dann Ronaldo und wieder Ter Stegen mit einer sensationell guten Parade hier. Nächster Eckball für Jannik Reiners. Kein Problem für den Schlussmann von Nils Schlochti, der, wie gesagt, immer noch nur diesem 1:0 hinterherläuft. Das ist gar nichts, das ist gar nichts im FIFA, in FIFA. Und natürlich hat er damit noch alle Möglichkeiten, hier den Jannik zu ärgern. Ronaldo. Jetzt wieder Son, gut gespielt, wieder von Jannik Reiners. Bullet. CR7, immer noch CR7, der Abschlussversuch, wieder geblockt. Also, der haut da wirklich alles rein. Ronaldo. Bullet. Zanetti. Vieira. Son. Und dann ist es abseits. Und auch wenn du diese Führung hast, hast du immer im Kopf, dass alles passieren kann. Da bin ich ziemlich sicher. Aber andersrum ist natürlich Jannik Profi genug, um damit umzugehen. Ronaldo, R9, gut gemacht hier. R9 versucht nochmal, den Ball vorbeizulegen. Und stark verteidigt von Nils Schlochti, der hier wirklich einen sehr, sehr guten Auftritt hinlegt. Natürlich offensiv nicht so viele Akzente setzen kann, aber defensiv ist das sehr gut. Das ist wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Petit. Kurze Körperdrehung, guter Ball, Hullet! Und wieder ist es Ter Stegen, der hier Jannik zur Verzweiflung bringt. Es könnte schon 2-3-0 stehen für Jannik Reiners, aber es ist eben nur dieses 1:0. Nächster Angriff mit Zorn, Ball in die Mitte, wieder zu Hullet. Und dann ist es CR7 im 16er, CR7, wieder ist es Ter Stegen mit einer Parade, Fußabwehr hier. Und Nils Schloch, die schwimmt natürlich in der Defensive, aber er wird seine Möglichkeit bekommen, da bin ich ziemlich sicher. Der Druck kommt von Jannik, ganz klar, der Druck kommt von Jannik, er will das 2:0 nachlegen und dann hat er hier ein bisschen Ruhe. R9 im 16er, R9, Ter Stegen und da kommt Son mit dem 2:0 für Jannik Reiners, hat sich angedeutet und ist natürlich verdient. Es ist verdient, ganz klar, mehrere Versuche, Ter Stegen, 3-4 Mal da gewesen und jetzt ist er doch drin, 2:0, Jannik Reiners, für ihn läuft's wie geplant, Dembélé, jetzt mal Nils nochmal, Ballverlust, Hullet dazwischen. Und dann die Grätsche von, ich weiß gar nicht, wer es war gerade. Es gibt auf jeden Fall eine Karte und es sieht verdammt nicht nach Rot aus. Also ich hätte gedacht, dass durch die Rudelbildung, dass es da den roten Karton gibt. Aber es gibt nur die gelbe Karte für Thiago. Hullet. Und dann gehen wir gleich in die Pause. Oder kriegt Jannik noch einen? Ferdinand dazwischen. Abseits. Freistoß nochmal für Nils Schlochti. Und dann ist Halbzeit. Ja, also liebe Freunde, Jannik, überragender Auftritt, ganz klar. Also er zeigt jetzt genau hier das, was ihn auszeichnet. 62% Ballbesitz, 12 Schüsse, 10 aufs Tor. Und Nils natürlich keine Offensivakzente, weil Jannik wirklich diesen massiven Druck auf ihn ausübt und damit ist er in der Defensive sehr, sehr beschäftigt. Trotzdem macht er das sehr fair und für mich auch also eindrucksvoll, wie er sich da versucht, wirklich gegenzustellen. Man spürt das förmlich und wir hoffen natürlich, dass ja vielleicht auch für den Nils hier das ein oder andere Tor noch fällt, um die Sache ein bisschen spannender zu gestalten. Was hier trotz alledem ist, langer Ball in die Offensive, der ist gut, Zaha und De Gea muss dahin. Fußabwehr von De Gea. Gute Möglichkeit dafür, Nils Schlochti den Anschlusstreffer zu erzielen. Wenn der fällt, dann ist alles möglich. Und so bleibt es bei dieser 2:0-Führung für Jannik Reiners, die, wie wir gerade gesehen haben, natürlich verdient ist. Thiago und Jannik wieder dazwischen mit Vieira. Erstmal über die rechte Seite. Immer noch Vieira. Ball nach vorne in die Offensive. Ein bisschen verschenkt in diesem Angriff. Da war sicherlich wieder ein bisschen mehr drin. Jetzt hier die Balleroberung mit Son vorm 16er. Son mit dem Schlenzer! Und ja, hinters Tor. Auf jeden Fall, der sah auf jeden Fall so aus, wenn der drin lag. Aber der war nicht schlecht. Die Dinger kann er. Petit, Vieira. Und Jannik macht es auch richtig. Er lässt Nils laufen. Son. Körperdrehung im 16er. Nochmal nach außen. Zanetti. Weit aufgerückt da.
R9 mit dem Pass in die Mitte, aber Nils mit Thiago dazwischen. Direkte Balleroberung wieder von Yannick. Asensio, Maradona. Jetzt mal Nils hier. Mit, aber den Ball zu schnell hergeschenkt. Also sicherlich möchte er nach vorne, aber vielleicht will er auch nicht so viel riskieren. Denn 2:0 Rückstand gegen Yannick Reinhardt ist natürlich eine sehr, sehr gute Leistung. Ganz klar. Rullet. Jetzt wieder R9. Versucht da den Trick um seinen Gegenspieler. Misslingt erstmal. Immer noch R9 im 16er. R9, Ball in die Mitte. Und Petit verpasst. Verpasst die Chance zum 3:0 für Yannick Reinhardt. Und jetzt mal die Möglichkeit für Nils Schlochti mit einem Vorstoß in die Offensive über Maradona. Immer noch Maradona. Batshuayi, Ball links raus. Und dann kommt Hazard mit dem Abschluss. Und der Ball ist im Tor. Starkes Tor von Nils Schlochti. Stark gespielt. Da war links zu viel Platz. Da hat Yannick Hazard aus den Augen verloren. Und er kommt hier zum Anschlusstreffer in der 62. Spielminute. Und das gibt natürlich dem Yannick jetzt ein bisschen Druck auf den Brustkorb. Da hat man gesehen, wie schnell es gehen kann. Batshuayi, Asensio und Nils versucht es jetzt nochmal. Zanetti. Yannick kann diesen Angriff von Nils erstmal unterbinden, der sich aber jetzt hier sofort den Ball wiederholt und natürlich seine Chance jetzt wittert mit Hazard. Maradona verspringt der Ball. Ferdinand. R9. Nochmal Ball rechts raus auf CR7. Da ist jetzt viel Platz für Cristiano Ronaldo. Flanke rüber an den zweiten Pfosten. Semedo ist da. Das hat Nils gut verteidigt. Und seinerseits jetzt die Möglichkeit wieder zum Konter anzusetzen. Über Maradona, Batshuayi, Maradona, Zaha. Kriegt den Pass nicht durch, bleibt aber im Ballbesitz. Batshuayi, Zaha nochmal und dann Missverständnis. Und die Chance da hinten. Rollet. Ronaldo. R9. Gut durchgesteckt. Wieder CR7. Das ist, glaube ich, kein Abseits. Kein Abseits von CR7, aber stark verteidigt. Von Nils Schlochti mit Alaba, auch wenn es ein Foul war. Da muss er auch reingehen. Sonst ist CR7 weg und Freistoß für Yannick Reinhardt in dieser 72. Spielminute. Gute Möglichkeit. Langer Ball in den 16er. Thiago erstmal vor Ronaldo, der nochmal zum Abschluss kommt. Aber Ter Stegen kann den Ball aufnehmen. Und Nils Schlochti sollte jetzt schauen, dass er sein System vielleicht überdenkt. Und versucht jetzt hier mehr Druck in die Offensive zu erzeugen. Petit, R9, versucht nochmal durchzustecken. Und der Ball ist im Tor. Ein Eigentor war es, glaube ich, von Rio Ferdinand. Unglücklich aus Sicht von Nils Schlochti. Bitteres Ding. Da war er jetzt gut im Saft mit drin. Hatte seine Chance gewittert. Das hat man so ein bisschen gespürt. Und dann ist es natürlich bitter, wenn du so ein Tor bekommst. Und Yannick Reinhardt schon wieder im Vorwärtsgang mit R9. Guter Ball auf CR7 und 4:1. Jetzt brechen die Dämme bei Yannick Reinhardt. Jetzt läuft's. 4:1 gegen Nils Schlochti, der natürlich an diesem bitteren Eigentor von Rio Ferdinand gerade so ein bisschen geknappert hat, denke ich mal. Ja, und dann direkt das 4:1 von Yannick Reinhardt. Und das ist schon eine kleine Vorentscheidung. Asensio nochmal. Nils spielt weiter Fußball. Das ist richtig stark. Und hier kommt Maradona und De Gea jagt das Ding über den Kasten. Und beschert ihm einen Eckball. Alaba direkt ausgeführt hier. Zweiten Pfosten. Vieira mit dem Chip auf Rullet, der den Ball nach vorne auf R9 spielt. Und der dann die Flanke zu CR7. Walker. Ball im Aus. Einwurf für Nils. Der hier wirklich ein sehr vorbildliches Spiel abgeliefert hat. Und jetzt nochmal Yannick über die rechte Außenbahn mit Walker. Verlagert Vieira. CR7. Gut gespielt hier wieder auf Walker. Der ist jetzt schon im 16er. Und dann kommt Nils dazwischen.
der, wie gesagt, hier einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt hat, einen sehr, sehr fairen Auftritt hingelegt hat und natürlich diese Erfahrung sicherlich auch auf seine Art und Weise genießt und genossen hat, hier gegen Jannik Reiners antreten zu dürfen. Ganz toll. Rollet, Ball nochmal im 16er hier. Und die Schlussphase dieser Partie läuft. Und Jannik versucht nochmal einen nachzulegen mit Vieira. Thiago erstmal dazwischen. Ball bei CR7. Stark gemacht hier mit Ronaldo von Jannik. Und dann kriegt es ihn jetzt aber doch verteidigt. Alaba nochmal. Wieder Jannik mit CR7 dazwischen. Rollet. Rechts raus nochmal Son. Son, immer noch Son. Der vorhin auch die Möglichkeit hatte, den Ball aber vorbeischlenzte und dann ist es vorbei. Jannik Reiners gewinnt gegen Nils Schlochty verdient mit 4:1. Nils mit einer sehr, sehr guten Vorstellung, mit einer sehr, sehr fairen Vorstellung vor allen Dingen. Und ja, wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch raus, wie es für ihn war, wie er sich dabei gefühlt hat, hier gegen Jannik zu spielen. Fakt ist, Jannik schaufelt den Jackpot auf 100 € nach oben. Also von 50 auf 100 und demzufolge haben wir am kommenden Montag 100 € im Jackpot des Beat the Pro und ihr könnt natürlich gegen Jannik Reiners antreten. Ich schaue mal gerade noch, ob wir die. Wo ist es? Da können wir mal nebenbei noch offen lassen, solange wie es da ist. Also wie gesagt, klarer Sieg für Jannik Reiners, verdienter Sieg für Jannik Reiners. Glückwunsch an dieser Stelle. Und an Nils Schloch, die wirklich nochmal höchsten Respekt, sehr, sehr gute Vorstellung, sehr diszipliniert vor allen Dingen, auch wenn es auf irgendeine Art und Weise eben vielleicht chancenlos war. Du hast deinen Ehrentreffer gemacht, das ist auch sehr, sehr viel wert. Das wird verewigt, das ist sicher. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, gegen Jannik Reiners zu spielen, morgen 14 Uhr, Setz Football, dann werdet ihr sehen, was ihr dafür tun müsst. Und dann können wir uns am kommenden Montag hier um 21:30 Uhr live im Stream sehen und vielleicht bist du es ja, der dann hier seinen Namen im Stream liest und hört vor allen Dingen. Und ja, liebe Freunde, dann soll es das auch schon für heute gewesen sein. Beat the Pro Folge 2 ist Geschichte in diesem Sinne. Der Jackpot wächst an auf 100 € und ich bedanke mich, dass ihr so zahlreich auf Twitch und vor allen Dingen auf Facebook heute anwesend wart. Ich habe es gesehen zwischendurch. Sehr, sehr gutes Interesse eurerseits. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das ist nächste Woche wieder so, wenn wir um 100 € spielen mit Jannik Reiners bei Beat the Pro, powered by Let's Football. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Abend. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis bald.